Wir sind die Besten in Europa. Hallo Bild.de, ich bin's, der Kloppo. Bisschen hier entspannen, ein bisschen chillen im Urlaub. Hab mir das Spiel gestern angeschaut von den Russen. Und ganz ehrlich, verstehe ich gar nicht. Die Russen, angriffslustig, zweikampfstark. Und da meine ich jetzt erstmal nur die Fans. Ja! Und dann verlieren die gegen Griechenland. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ah, Griechenland, da weißt du nicht, was ist schlimmer in dem Land? Die finanzielle Lage oder der Fußball, den die spielen? Ja! Und die Russen sind weg. Vom Wegen mit Randale ins Finale, mit Radauna Warschau ins Viertelfinale. Ab nach Hause. Brutal. Lewandowski, Kuba, Piszczek kommen jetzt schön zurück nach Dortmund. Ich habe gesagt, pass auf, Jungs, entspannt euch mal ein bisschen bei der EM. Besucht mal die Oma. Und dann am 4. Juni, ja, dann geht's wieder rund. Trainingsauftakt beim BVB. Und im Vergleich zu EM geht's da um was. Und ist auch anstrengend. Aber heute Abend, ja, geil. Deutschland gegen Dänemark. Brutal. Dänemark, wer nicht weiß, wo das liegt, wenn du mit dem Auto Richtung Kiel fährst und vergisst zu bremsen, dann kommt Dänemark. Der Yogi sollte nur eine kleine Änderung vornehmen im Vergleich zum Spiel gegen die Holländer. Poldi raus, weil das ist für mich nicht mehr Prinz Poldi. Das ist, mittlerweile ist das Lord Valium. Und dafür den Götze rein. Ja! Dortmunder, geil. Der ruft mich jeden Tag an, sagt, Trainer, ich komme bei Tetris nicht mehr weiter. Mir bricht unten immer die letzte Reihe weg. Hab ich gesagt, Junge, du musst spielen. Ich freue mich heute Abend so richtig auf meinen Lieblingsverteidiger von Dänemark, den Agger. Ja! Brutaler Typ. Hier. Komplett tätowierter Unterarm. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Stromkasten in Brandenburg. Geil. Also, mein Tipp: Deutschland gewinnt 2-0 und die Holländer verlieren und fahren nach Hause. Und dann schnauzen die sie untereinander wieder an. 11 Versager, die sich gegenseitig fertig machen. Kenne ich sonst nur aus dem Dschungelcamp. Ja! Also, bis bald, euer Kloppo. Ja! Matze Knob. Wir haben die geilsten Fans der Welt. Sein neues Album Ein Traum. Ab sofort überall erhältlich.